Also wir haben ganz viele Produkte gefunden mit Palmöl und das war sehr erschreckend und da haben wir sehr, sehr viele gefunden und da wollen wir welche vorstellen. Zum Beispiel als allererstes Nutella, die ist sehr gut, also da wird Palmöl benutzt, weil das gut zum Streichen ist. Und warum ist Palmöl eigentlich so schlecht? Zum Beispiel, es wird Regenwald abgeholzt, um Palmen anzubauen, woraus dann Palmöl gemacht wird, und dadurch sterben auch die Tiere aus. Das Klima erhöht sich und es gibt keine Extremtemperaturen mehr. Außerdem ist es auch krebserregend. Anna, ihr lebt jetzt palmölfrei. Wie lange schon? Also wir versuchen dieses Palmölfrei seit 4 Monaten, 5 Monaten so umzusetzen. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Ich habe das schon mal irgendwann vor einiger Zeit, vor vielleicht 2 Jahren oder so, gelesen, dass das mit dem Palmöl echt ein Problem ist. Und bis dahin war mir zwar klar, dass es das ein Problem ist, aber nicht, dass es so ein Problem ist. Und ich habe bis seit ungefähr 2 Jahren immer versucht, irgendwie auf Palmölprodukte zu verzichten. Also wir machen zum Beispiel seit 2 Jahren schon unsere Schokocreme selber. Aber dass es so richtig palmölfrei ist, ist es tatsächlich erst seit 4 Monaten. Wo fällt denn der Verzicht so mit am schwersten? Also was mir persönlich am schwersten fällt, ist Lakritze. Da ist unglaublich viel Palmöl drin, gerade in diesen Lakritzkissen, die so diese Konfekt oder wie das heißt. Und was bei den Kindern oder bei der restlichen Familie jetzt eine Herausforderung ist, das weiß ich nicht, weil die haben sich noch nicht beschwert. Können Kann wir man ja nochmal nachher fragen, genau. noch mal fragen. Weil bisher haben wir alles, was irgendwie noch eine Rolle gespielt hat, auch tatsächlich palmölfrei bekommen. Okay, danke. Thomas, wo fällt dir der Palmölverzicht am schwersten? Also wo mir am meisten auffällt, ist bei so Süßigkeiten. Wenn man zum Beispiel von Haribo das Colorado nimmt, da ist unwahrscheinlich viel Palmöl drin und das kaufen wir jetzt nicht mehr. Und das habe ich früher immer gerne gegessen. Ja. Okay. Danke. Also, Jonas, wo fällt dir der Palmölverzicht am schwersten? Also mir fällt da am schwersten so in gefüllte Schokolade. Okay. Ist da vor allem in der Füllung Palmöl drin? Ja, das ist dann so die Füllung. Okay, das ist gut zu wissen. Danke. Wo überrascht es dich am meisten, irgendwo zu sehen, dass Palmöl drin ist? Was hat dich bisher am meisten überrascht? Also im Gelierzucker fand ich es bisher am kuriosesten, aber ich habe zum Beispiel auch festgestellt, dass solche ganz profanen Sachen wie Plätzchendekoration Palmöl enthält. Dann gibt es auch Produkte von der gleichen Firma, wie zum Beispiel Salzbrezeln, die Palmöl enthalten, was überhaupt gar keinen Sinn macht, weil die Salzstangen von der gleichen Firma gibt es ohne Palmfett. Und das sind so, also das sind manchmal so Sachen. Und es ist im Müsli unglaublich viel, also in Fertigmüsli ganz oft Palmfett. Wo ich mich frage, was das da drin macht, weil eigentlich ist das ja nur irgendwie so eine Mischung aus, ich weiß nicht was, aber. Und ich tanke wieder herkömmliches Benzin, kein E10, weil dort zum Beispiel in diesem Bio-Anteil auch unglaublich viel Palmfett drin ist. Ja, also es gibt diverse Studien, die gehen da ein bisschen auseinander. Ein bisschen. Also die eine sagt, dass in jedem 10. Produkt in so einem Supermarkt Palmöl drin ist. Die andere sagt, in jedem 2. Ich glaube eher jedes zweite. Gibt es irgendwas, was dir irgendwie in irgendeiner Informationsquelle, die dir dabei geholfen hat oder so? Es gibt, glaube ich, eine Internetseite, die heißt Palmölfrei Leben oder Palmfettfrei Leben. Und ansonsten ist es eher so querbeet, was an Informationen eben so kam, aus allen möglichen Zeitungen, Quellen, Internet. Okay, dann danke ich dir hiermit für das Interview. Schön, dass ihr euch dafür Ja. interessiert, finde ich gut. Okay. Und dann tschüss. Tschüss. Also wir waren auch einmal im Supermarkt und haben mehrere Produkte uns angeguckt, die mit Palmöl drin sind. Und das sind zum Beispiel Tütensuppen von Knorr oder von Maggi. Und wie zum Beispiel dann auch noch Schokoladenbonbons oder Schokolade insgesamt.
oder sogar auch Hörnchen und Aufbackbrötchen und Gummibärchen, weil Palmöl ist eben ein guter Weichmacher. Und deswegen ist es auch in Gummibärchen drin und in vielen mehr. Und sogar in Gelatine ist Palmöl drin. Dann haben wir auch noch in Lasagne Palmöl entdeckt. Das hatte zwar einen anderen Namen, und zwar pflanzliche Fette. Dann gibt es noch Paradiescreme und weil das schon was auch noch in Pommes und so ein bisschen in diesen Tiefkühl. Also allgemein in Tiefkühlsachen außer Pizza war Palmöl versteckt. Weil es den Teig geschmeidig oder die Produkte geschmeidig macht und ihnen einen Glanz auch noch gibt und auch eine gewisse Weiche gibt. Also das nächste Produkt war Dresdner Christstollen und da waren wir alle sehr entrüstet, dass da auch Palmöl drin ist, da man eigentlich Butter benutzen kann. Doch wir glauben, dass dieses Jahr ist ja der Butterpreis sehr angestiegen und da glauben wir eben, dass sie deswegen Palmöl benutzt haben. Dann hatten wir auch noch Duplo und da war uns schon klar, dass Palmöl drin ist, weil da ist halt Vollmilchschokolade drumherum und innen. Und in Schokolade ist allgemein ja Palmöl drin und ja, es gibt ja auch Fett-Schokolade und da ist nicht immer, also nicht jeden Fall ist da Palmöl drin. Warum brauchen wir eigentlich Palmöl, wenn es sogar Alternativen gibt, wie zum Beispiel unsere Nutella? Palmöl ist ziemlich weich und die Alternative ist das da. Das ist eine Paste, die wir selbst gemacht haben, gestern im Biologieunterricht. Die besteht aus Kakao und Haselnüssen und Agavendicksaft und auch Vanille. Und das ist ohne Palmöl und weiß nicht, ob das jetzt auch ziemlich gut ist, genauso gut schmeckt wie Nutella. Aber einige haben gesagt, nein, es schmeckt nicht gut und andere haben gesagt, es schmeckt gut. Das Palmöl ist in vielen Produkten drin, meistens versteckt, man muss es einfach bei den Alternativen gut rauslassen. Ohne Palmöl zu leben ist relativ schwierig, weil man es halt nicht sofort erkennt, wo Palmöl drin ist. Und das ist halt auch relativ teuer, wenn man Alternativen kaufen will. Und deswegen kann man die sich auch selber machen. Palmöl sollte man aufpassen, weil man sollte es nicht kaufen, es gibt Alternativen beim Stollen. Sollte man statt Palmöl Butter benutzen, weil es einfach nicht gut ist, weil der weniger breit abgerodet wird und dadurch verlieren die Tiere ihren Lebensraum.